120 Bogenschützen aus 29 Vereinen starteten in Döbeln beim Stiefelpokal 2015. Ausgetragen wurde der Einladungswettkampf am 22. November im Sport- und Freizeitzentrum Wellwell. Organisiert hatte ihn der Döbelner Bogenschützen 72 e.V. Die Athleten aus 6 Bundesländern traten in 49 Kategorien an. Die Wertung in den Wettbewerben erfolgte nach Alter, Geschlecht und Bogenart. Geschossen wurden entsprechend der Sportordnung des Deutschen Bogenschützenverbandes 2 Serien mit 10x3 Pfeilen. Dabei hatten die Schützen 120 Sekunden Zeit, die 3 Pfeile aus 18 Metern zu platzieren. Der Döbener Bogenschützenverein trat mit 9 Aktiven an und konnte recht beachtlich abschneiden. Am Ende standen für die Muldestädter 4 Siege und 3 Platzierungen zu Buche. Damit war Vereinsvorstand und Organisator Thomas Eichhorn sehr zufrieden. Der Verein hat 70 Mitglieder, davon sind 60 aktive Bogenschützen. Der Bogensport hat in der Stiefelstadt schon seit 1972 Tradition. Zufrieden mit den guten Bedingungen der Wettkampflocation waren die Aktiven und der Veranstalter gleichermaßen. Diese guten Wettkampfbedingungen wollen die Döbelner auch im März 2016 bieten. Dann richten die Döbelner Bogenschützen nämlich hier die Hallentitelkämpfe des Bogensportverbandes aus.